Yo, Leute, willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Was macht denn der da? Oh, der bricht gerade in ein Auto ein. Nice. Ich weiß nicht, ob man auch Verbrecher jagen kann, aber ist doch Quatsch. Der hat einen großen Rucksack. Ich gehe nochmal hier um die Ecke. Ne, wo war denn das jetzt? Dieses Gerät, wo ich hochfahren kann, weil hier oben Geld liegt. Gibt's das hier gar nicht? Wie soll ich sonst da hochkommen? Oh, nein, verpasst. Der steht aber noch da. Yeah, yeah, yeah. DC Rascal, ah, kenne ich sogar. Aus UK. Ich kenne ihn aber noch, wo der Untergrund war. Da war das auch noch viel cooler. Also das Popzeug von dem gefällt mir gar nicht. Was ist los mit dir? Mit deinem Deckenpopper. Verdammt, wie komme ich denn da hoch? Warte mal, ich flieg mit der Drohne? Nein? Wieso ist denn das hier nicht einsetzbar? Ich meine, das wollte ich jetzt eh nicht nehmen, aber... Ach, da liegt es doch. Muss da irgendwas... Ah, von hier hinten irgendwie bestimmt. Okay. Hä? Ach, da war ich... Hier habe ich doch letztes Mal im letzten Part was geholt. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber wie komme ich da oben hin? Irgendwie muss ich dann hier drauf kommen. Da komme ich über den Blumenkasten wahrscheinlich da hoch. Da, da. Wie komme ich auf die Veranda? Ja, von daher ist es eigentlich einfach. Aber das ist halt ein Gebiet, ne? Haben die mich da nicht das letzte Mal verprügelt? Oh, die springen immer genau dahin, wo ich hinrenne, ne? Voll blöd eigentlich. Weg da. Wo ist sie denn nicht mit den Kämpfen? Nee, der kommt da aber nicht hoch. Hä, wie doof. Wie soll es sonst gehen? Oh, da sind sie. Nein! Ich will die ja eigentlich ungern töten, aber ich muss sie ja auch nicht töten. Ich habe ja meinen Teaser. Boah, was ist denn hier los jetzt? Die Steuerung ist ja total behindert. Oh, schlimm. Jetzt haben die Verstärkung gerufen. Die ist doch nicht mal tot. Ja, da musst du wohl voll aufs Brett kriegen. Tut mir leid. So, ich will dann nur hoch. Wie kommt man denn da hin? Ich finde das doof mit Klettereien in solchen Spielen. Scheiß mal auf die Verstärkung. So, pack die mal weg. Da kann er nicht hin. Also das ist zu weit. Er könnte eventuell höchstens von hier nach unten springen. Da muss ich aber wissen, wie ich hier drauf komme. Gibt's hier echt nichts zum Hochfahren? Ich meine, das ist jetzt nur eine Tüte Geld, aber wenn ich schon hier bin, dann kann ich das auch gleich machen. Wie die da liegt. Nee, das ist nix. Okay, es muss ja einen Weg geben. Ich habe auch schon geguckt gerade vor der Aufnahme, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mit dem Auto hier oben hinzufahren. Ich glaube, das Auto kann es einsammeln. Oh, nice. Guck mal, ein kleines Easter Egg. Ein Fernrohr. Hui. Da muss ich doch von der anderen Seite von da darüber springen. Boah, wie weit soll denn das gehen hier, der Weg dahin? Da musst du ja erstmal wissen, wie du hier drauf kommst. Es geht auch nicht. Habt ihr ein paar Tipps? Schreibt's in die Kommentare. Hier oben komme ich auch nicht drauf. Wieso kann der nicht so klettern wie bei Assassin's Creed? Das wäre super nice. Ich kann mir das echt nicht erklären gerade. Oder ich fahre da einfach irgendein... Ja, ein Auto komme ich ja hier gar nicht hin.
irgendwas Kleines. Vielleicht dieses... Ah, warte mal, dieses E-Card vielleicht. Gucken wir mal. Hui. Hopp. Nice Move. Der mit seinen Moves, weißt du? So Parkour-Move kriegt er hin, aber da hochklettern, das geht nicht. Oh, voll weggeboxt. Und dann sagt ihr auch noch sorry, ey. So, Autoabruf. Was? Aha. Ja? Nein. Ich könnte jemanden anrufen. Aha. Vielleicht sollte ich das auch tun. Ich hab keine Ahnung, wo da drin. Nee, das ist zu big. Bei den Sportwagen, oder? Hier. Ah, E-Nudel-Card. Boah, dass man das gedrückt halten muss. Ah, cool. Direkt in der Nähe. Ja, der müsste eigentlich auch klein genug sein, dass ich da hinten reinfahren kann. Swingin' Utter, Soldier Boy. Boah, ist das laut. Nein. Das soll... Nerv. Das ist so scheiße. Ich habe das eigentlich ausgestellt in den Einstellungen, dass die Musik in dem Auto nicht losgeht. Wo war denn das? Nein. Da. Wieso geht das immer von alleine? Das stellt sich alles um bei irgendeinem Patch, habe ich das Gefühl. Es nervt. Wie das klingt hier auf diesen Holzpaneelen. Bin schon. Hab ich's verpasst? Wo geht's da oben rein? Ach, hier war das. Hä? Ah, nee, doch dahin. War schon richtig. Oh mein Gott. Hä, da kommt man gar nicht hin mit der Karre. Ist ja noch behinderter. Behinderten. Ach, halt's Maul! Salutiere doch nicht! Notruf. Was ist passiert? Wer ruft da? Ne, die nicht. Ja, dann machen wir jetzt irgendeine Mission, weißt du, leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, das nervt. Ganz ruhig. Wir haben sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Man kann das ja auch einfach mal unten hinlegen, weißt du? Immer so umständlich. Komm, machen wir das jetzt. Und muss ich dafür weit? Schnell weg. Die Polizei kommt. Oh, hätte ich die fast gerammt. Oh. Jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass er die Dinger... Doch, die sind doch gleich da vorne, oder? Nee, das ist nur am Rand von der Karte. Oh, nee. Also manchmal zeigt das an und da drüben... Machen wir erstmal den hier. Ich bewege mich eigentlich nur einfach nur noch mit Schnellreisen. Da. Das bringt's einfach. Wenn er wenigstens an beim Fahren so auf der Map anzeigen würde, wo das ist. So wie bei... ja. Wildlands, Ghost Recon. Habe ich das nicht gerade markiert? Oh. Entweder bin ich zu blöd oder das Spiel ist zu verbuggt. Wahrscheinlich beides. Ich. Was? Eben mal ein bisschen Botnet aufladen, wobei ich glaube, mehr als jetzt geht gar nicht. Das müsste ich jetzt freistellen. Freischalten. Freistellen. Freie Stellen? So, irgendwie da oben hin. War ich da nicht schon mal? Ne, das war diese andere. Das war höher. Sieht aber genauso aus. Fast. Aber nur fast.
komm, bleib mal hier. Muss ich wahrscheinlich eh irgendwie von hier dahin. Und Drohne. Ja, ich drücke immer falsch rum. Hui, oh. Ach hier, okay, cool. Senken und dann muss ich irgendwie auf dieses Dach klettern. Oh, wie doof das ist. Bitte rennt mir nicht hinterher. Hallo, ich wollte eigentlich zur Drohne zurück. Ach so, jetzt. Okay, das war mein Fehler. Ich muss auch ehrlich sagen, mit diesen Hebebühnen finde ich auch ziemlich umständlich. Dann hätten sie besser Kletterwege gemacht. Außer Reichweite. Ich komme ja schon zurück. Ob man da diese Feuerleitern langklettern kann? Das ist jetzt wieder so genau wie gerade bei dem Geld. Wie komme ich auf den ersten Absatz? Dafür musste dann immer irgend so eine scheiß Hebebühne holen oder was? Vielleicht kann man die dann später auch bestellen. Mit der App. Ah, guck mal hier, diese Straße. Das ist doch sehr bekannt. Da könnte ich eigentlich mal ein Foto machen. Ist doch bestimmt hier irgendwas, oder? Was? Boah, die prügeln sich. Aber nicht mich, oder? Wo stehe ich? Ach, da bin ich. Mhm. Wie komme ich jetzt da hoch? Also hier in die Türen kann man nicht rein. Das ist klar, das geht nicht. Was auch cool wäre. Was heißt denn da Kran? Ich geh mal zu dem Kran. Vielleicht kann ich den ja komplett steuern. Das wäre cool. Ja, sag bloß. Tatsächlich geht das. Und da ist eine Kabine. Das ist ja nice. Gut, das ist jetzt mal was anderes. Das finde ich cool. Nur die, genau, von so weit hätte ich die Kamera halt gern. So. Bewegen wir das nach vorn. Da unten, den hack ich mal eben. Nee, hack ich nicht. Vor allem, ich steuere den Kran und kann von dem Kran aus noch Leute hacken. Oh, Stromleitung. Passiert nichts. Halt. Hä? Nein, nach vorne. Hä? Jetzt drücke ich nach unten und er geht nach vorn. Komisch. Ich habe noch nie so ein Ding gesteuert. Bin auch kein Kranfahrer, ist klar. Der kommt gerade so dahin, ey. Weg da unten. Hallo, kann ich mal da ein bisschen ranzoomen? Das bin ich selber, oder? Ja, genau. Oh, doof. Warum ging das so schnell runter plötzlich? Oh, nee. Ich sag ja noch, ich bin es selber. Ich dachte mir, okay, ich mach's noch ein Stück runter, dass ich dann reinklettern kann und dann bam. Aber ich glaube, so muss man das erstmal hinkriegen, zu sterben. Okay, dann machen wir das jetzt von hier. Hallo. Aha. Nein, ich muss den nochmal komplett. Kann man das wenigstens gleichzeitig? Ja, das geht. Nee. Doch. Kannst ganz schön viel Unfug mitmachen mit so einem Teil. Aber Hauptsache, dass der wirklich gerade so da an die Ecke kommt, ne? Ich hoffe, dass da jetzt kein Zivilist ist.
Ja, ist ein bisschen blöd eingeparkt. Oh, den hab ich, einen habe ich so ein bisschen mitgenommen gerade. So, ist die Frage, komme ich da hoch? Probieren wir es aus, Moment. Ja, ist das safe. Ich kann da zur Not zurück in den Kran steigen. Mega laut das Teil. Ja, pack da. Cool. Halt, nicht runterfallen. Markus. Mal gucken, dass ich das mir nicht nur auf den Kopf haue. Nö, das passt. Oh, das ist so doof mit der Kamera. Die ist einfach zu nah dran hier. Hallo? Jetzt. Hui, beam dich ab. Vor allem für die Fenster so ein Aufzug. Lohnt doch gar nicht. Es lohnt sich doch nur bei richtig großen Wolkenkratzern mit voll vielen Fenstern. So, Graffiti. Ja, brauchst du nicht jedes Mal 20 Mal drehen. Den blöden Schwamm. Und dann dreht er den nochmal. Boah, bist du cool, ey. Nicht. Juhu, ein paar neue Follower. Wobei, eigentlich ist doch Quatsch. Ich gehe ja gleich zum nächsten. Ah, guck mal. Das machen wir doch gleich. Dann bleibe ich hier. Dann fahren wir runter. Das ist 51 Meter. Ich nee, das ist nicht auch auf diesen Häusern. Ah, cool. Oh, von hier oben. Schöner Ausblick. Hallo? Nein, das sieht die nicht. Ich meine, man konnte damals irgendwie, wenn man jemanden so fest hat, konnte man irgendwie switchen zwischen den möglichen Objekten in der Umgebung. Aber ich habe das gerade vor der Aufnahme nochmal probiert. Ich habe jetzt nicht in die Steuerung selber reingeguckt, da hatte ich keinen Bock. Weil die einfach mega unübersichtlich ist. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Grafik stimmt nicht so ganz. Ja, ist egal. Der regeneriert schon. Wenn ich so schnell drehe, dann verschwimmt das irgendwie mal so ein bisschen. Nee. Sag bloß. Boah, Junge, geh zum Arzt. Ist ja ekelhaft. Ja, gucken wir mal mit der Kamera. Wer? Der Analphabet? Der Analphabet? Ich könnte jemanden anrufen. Vielleicht sag ich das auch. Hä, wo muss ich da hin? Ist das da drunter? Ach, da drunter wahrscheinlich, oder? Ja. Kerndaten. Er hackt es. Für Kerndaten hacken, habe ich doch gerade. Was passiert denn jetzt? Ah, neue Forschung. Okay, habe ich. Nice. Was ist das da für ein Geldbeutel? Boah. Jetzt wollte ich gerade laufen. Ist das nicht die Ecke, wo ich... Das ist doch die Stelle, oder? Nee, wir sind noch voll weit gefahren zwischendurch. Oh, oh, oh. Ey, wie ich nicht treffe... Boah, die hat aber eine große Wumme da rausgeholt. Ha, ins Bein. In den Kopf. Sauber. Schreie nicht so rum. Wir haben sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist unterwegs. Nee. Bitte geht weg.
Oh, das war doof. Da war ich nicht schnell genug und hab auch irgendwas Falsches gedrückt. Ah, guck mal. Was kann man denn da noch machen? Hacken. Noch 74 Meter. Soll ich gleich mal mit dem Teil dahin fahren? Oder warte, wir gucken vielleicht erstmal, wo das ist. Ne, da fahre ich nicht mit dem Ding. Ich hoffe, ich brauch's nicht. Alter, das war ein bisschen hoch. Ich bin nicht mehr deine Freundin. Da muss ich aber doch irgendwie da rein, ne? Warte mal, hier war doch eine Kamera gerade. Wo war die Kamera? Immer die. Ups. Habe ich das nicht schon gehackt? Ich meine, wenn ich das hätte, würde es ja nicht dastehen. Ah, guck mal. Das wäre richtig cool, wenn ich den Quadrocopter mit dem, na, mit dem Auto verbinden könnte und den hier hochtragen. Das heißt, ich muss auch hier wieder einen Weg finden, da drauf zu kommen, und dann kann ich zurückgehen und das Teil direkt holen. Oh, Leute. So, warte mal hier zurück.